Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres Kandidatenkarussells Oberbürgermeisterinnenwahl 2022 hier in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Sie wissen, wo ich stehe, auf dem Kanonsberg, meinem Lieblingsort hier. Und mir gegenüber steht zum zweiten Mal Claudia Müller für die Grünen, Bündnis 90, die Grünen im Rennen hier um den Posten der Oberbürgermeisterin. Frau Müller, heute geht es ja nicht so sehr um die Menschen, heute geht es um Ihre Pläne und Visionen für die Stadt. Wir haben einen Oktobertag. Heute ist der 28. Oktober 2022 und es fühlt sich an wie Anfang September, August oder wie auch immer, wie so ein Spätsommertag. Ist das die Klimaerwärmung? Wir müssen schon feststellen, dass wir solche warmen Oktober die letzten Jahre vermehrt hatten. Wir sehen da durchaus ein Muster. Das ist, so schön es heute ist, es muss uns zu denken geben. Ja, es gibt einem auch zu denken, weil man es nicht genießen kann, ohne daran zu denken, nämlich an die Klimaerwärmung. Und wenn man durch die Stadt fährt, sieht man ihre großen Plakaten, ihre Großflächenplakaten mit der Aufschrift Klimaschutz. Das ist eine zentrale Botschaft, auch im Oberbürgermeisterwahlkampf. Glauben Sie, das kommt bei den Leuten an? Ich sehe schon, dass sich viele Menschen um dieses Thema Sorgen machen, weil wir sehen jetzt zwar einmal positive Auswirkungen, es ist ein sehr angenehmer Oktober, aber wir wissen alle auch, welche negativen Auswirkungen es für Rostock hat. Im Sommer hatten wir das Gegenteil, extrem heiße Temperaturen, wir konnten uns kaum in den Innenstädten aufhalten. Es bedeutet Erderwärmung, es bedeutet Anstieg des Meeresspiegels, das bedroht ganz klar Rostock mit dem Anstieg der Ostsee. Das heißt, es sind Themen, die die Leute hier umtreiben. Die Frage, ob wir in Zukunft genug Lebensmittel haben werden, spielt damit zusammen. Und darüber machen sich die Leute Gedanken und wir können hier in Rostock einen Schritt nach vorne gehen. Wir haben das Potenzial, klimaneutrale Stadt zu werden. Und diese Projekte, die ja alle schon auch in Planung sind, will ich ganz konzentriert angehen und umsetzen, damit wir unseren Beitrag leisten und uns auch für die Herausforderung wappnen. Denn das eine ist, Klimawandel zu minimieren, aber das andere ist leider inzwischen auch vorbereiten auf die Konsequenzen. Momentan haben die Menschen ja andere Sorgen, also kommen sie wahrscheinlich mit dem Thema auch nicht so durch, weil momentan steht natürlich Energiekosten, Energieverknappung, vielleicht falsche Energiepolitik der letzten Jahre, das steht ja eher auf der Agenda. Wie wollen Sie jetzt natürlich erstmal natürlich die kommenden Winter erstmal überstehen? Tatsächlich verbinden sich diese Themen ja, denn die Versäumnisse der letzten Jahre, die zum einen dazu geführt haben, dass wir so abhängig sind, und zwar abhängig von fossilen Rohstoffen. Wir sehen jetzt, wie abhängig wir waren im Bereich von Gas, von einer Quelle, was das bedeutet. Aber es ist eben auch das Thema Kohle, was den Klimawandel antreibt und gleichzeitig die Wirtschaftschancen, die wir hier haben im Bereich auf erneuerbare Energien, Solarenergie, Windenergie und dann natürlich auch die Nachnutzung. Das ist das Thema Wirtschaft hier in Rostock, es ist das Thema Klimaschutz und aber auch das Thema sichere und bezahlbare Energie. Ganz konkret müssen wir als Stadt natürlich mit den Stadtwerken gucken, dass auf jeden Fall die Wärme- und Stromversorgung der Menschen gesichert ist. Da ist auf Bundesebene die Basis dafür gelegt. Die Gasspeicher sind voll. Das heißt, es geht darum, jetzt Sicherheit zu sorgen. Und wir sind dort auch die ersten Schritte zur Bezahlbarkeit, zur Sicherung der Bezahlbarkeit gemacht worden. Mit der Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember jetzt. Gaspreisbremse wahrscheinlich erst ab März. Wir gucken aber natürlich, dass auch zwischendurch nochmal eine Entlastung kommt. Jetzt spricht die Bundespolitikerin, aber uns geht es ja natürlich eher gerade um die lokalen Themen. Wir haben das Thema zum Beispiel, wenn wir mal beim Thema erneuerbaren Energien bleiben, hier Nordex, die mit einem Teil ihrer Produktion hier abgewandert sind und einfach in Billiglohnländer gehen. Ist das die Energiewende, die Sie uns versprechen? Die Energiewende, die ich nicht einfach nur verspreche, sondern die wir hier umsetzen, ist eine Vielfalt. Sachen. Wir haben hier eine Konzernentscheidung, die ich extrem bedauere. Auch hier muss ich noch mal sagen, die Bundesregierung hat sehr intensiv mit Nordex gesprochen, ob es doch Möglichkeiten gibt, den Standort hier zu erhalten. Da war ich auch dran beteiligt. Da muss man leider sagen, die Entscheidung, die da in der Zentrale in Spanien getroffen ist, halte ich für eine strategisch falsche. Aber wir müssen sie jetzt hinnehmen. Es gibt aber ganz klar das Bekenntnis der Branche, sowohl im Onshore- wie im Offshore-Bereich, Rostock als Standort weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen das, was jetzt da ist, nutzen, Industrie ansiedeln, Industrie wachsen lassen. Und das machen wir mit den verschiedenen Ebenen der Arbeiten tatsächlich Stadt, Bund und Land eng zusammen. Da bin ich auch mit dabei, dass wir das vorantreiben, dass das eben für Rostock wirklich eine Zukunftschance sieht. Und wir sehen ja die Entwicklungen, die durchaus auch mit Blick auf die Werft passieren, auch da drumherum, das OTC, zum Beispiel maritime Wirtschaft, ganz viel davon ist auch Energiewende getrieben. Ja. Ich bleibe mal bei dem Thema
bisschen nagel Sie da mal vielleicht fest. Das nächste Thema hat auch was damit zu tun, und zwar Photovoltaik auf die Dächer. Das ist ja nicht so einfach, weil das hat ja wiederum bei den Bestandsbauten ja mit Statik zu tun. Eine hochkomplexe Geschichte. Man kann nicht einfach so auf die Neubauten in den Neubauvierteln in Rostock, die wir ganz viele haben, irgendwie einfach Photovoltaik anbringen. Das geht gar nicht. Das geht rein bautechnisch gar nicht. Was haben Sie da für Lösungen? Sagen Sie, nur Neubauten sollten so ausgestattet werden? Ganz klar erstmal Neubauten, ja. Und bei den Bestandsbauten muss man eben sich die baulichen Gegebenheiten angucken. Es stimmt, wir haben statische Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Teilweise im Altstadtbereich auch das Thema Denkmalschutz, was mit berücksichtigt werden muss. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben sehr, sehr viele versiegelte Flächen, insbesondere Parkflächen, also Parkplatzflächen, die, und das wird anderswo auch schon gemacht, man mit Solarflächen überdachen kann. Das hat doppelte Wirkung. Zum einen, ich schütze die Autos im Sommer vor der großen Wärmeeinstrahlung. Im Winter muss man vielleicht auch weniger kratzen. Und ich gewinne zusätzliche Fläche für die Energiegewinnung. Übrigens auch interessant, gerade mit Blick auf Elektromobilität, weil ich da natürlich dann auch noch ein besseres System für die Ladeinfrastruktur mitschaffen kann. Also das sind Chancen für Rostock auf den kommunalen Gebäuden, aber möglichst auch mit allen anderen Eigentümern in der Stadt, das voranzutreiben. Auf Neubauten sollte es Pflicht sein. Das hört sich schlüssig an, diese Idee. Bleiben wir mal beim Stadthafen. Hier haben wir natürlich auch viele Parkflächen. Diese Parkflächen würden Sie erstmal am liebsten natürlich erhalten und dann überdachen. Die Parkflächen hier im Stadthafen würde ich gerne den Stadthafen zu einer echten Erholungsmeile umgestalten. Es gibt viele Pläne für den Stadthafen. Es braucht dann gute Angebote, aber vielleicht nicht hier auf den Hauptflächen, sondern hier geht es ja vor allen Dingen darum, hier wirklich Aufenthaltsqualität zu schaffen. Unser Stadthafen ist eine absolute Perle, die wir noch nicht so nutzen, wie wir sie nutzen könnten. Hier braucht es solche Bänke, Plätze, an denen ich mich hinsetzen kann. Es braucht viel mehr Grün, denn ich sag mal, im Sommer in so einer Fläche sich aufzuhalten, wird dann auch irgendwann sehr anstrengend bei zu viel Sonne. Es braucht Erlebnisflächen, es braucht auch mehr Gastronomie, es braucht auch kleinen Einzelhandel hier. Wir wollen Kulturangebote hier schaffen und natürlich die Brücke, die kommen soll, um dann auch Gelsdorf und den Nordosten noch besser an die Innenstadt anzubinden. Den Brücken und das Archäologische Landesmuseum, das ist ja gesetzt, mehr oder weniger, das würden Sie auch unterstützen? Ja, auch natürlich das Theater, den Neubau. Insbesondere bei der Brücke muss man ganz klar sagen, es gibt hier eine Förderzusage. 80% der Kosten werden vom Bund getragen. Dieses Projekt jetzt abzublasen wäre tatsächlich Unsinn. Zum einen würde uns die Infrastruktur über die Warnow führen und zum anderen muss man ganz klar sagen, wir würden als Stadt damit nichts gewinnen. Wir wollen diese Fläche, wir wollen den Nordosten dichter ranholen, wir wollen den Stadthafen auch dichter in die Innenstadt ranholen und es soll eine echte Perle und echten Mehrwert für die Rostockerinnen und Rostocker und die Gäste werden. Aber wir haben ja ein Bollwerk, eine Schneise und so weiter, das kann ja keiner verhindern. Und zwar die B105, die meistbefahrene Straße in Mecklenburg-Vorpommern, sage ich immer, die den Stadthafen von der Innenstadt abschneidet. Da gab es ja die unterschiedlichsten Ideen, alles nicht bezahlbar, sagt man. Was ist Ihr Konzept? Erstmal freue ich mich, dass noch jemand diese Straße immer noch B105 nennt, das mache ich nämlich auch. Da müssen wir uns wirklich angucken, wie wir hier mehr Übergänge schaffen können für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Das ist nicht so einfach, weil natürlich gleichzeitig ist es eine der Hauptdurchgangsstrecken für Rostock. Das heißt, wir müssen uns auch angucken, wie wir hier zu Alternativen schaffen, dass wir hier Verkehr reduzieren, mehr Möglichkeiten für die Fußgehenden und Radfahrer und Fahrradfahrerinnen schaffen. Aber bezahlbar muss es sein. Also diese Idee mit einer kompletten Überdeckung wird eher schwierig. Teilweise Überdeckung wenigstens, also wenigstens an bestimmten Abschnitten, sodass man von der Stadt wirklich sozusagen nicht nur über Brücken reinkommt, sondern auch möglichst ohne den Verkehrslärm, zum Beispiel auf der Hedka-Halbinsel vor einem künftigen oder auf einem künftigen Museum sitzen kann. Ich will das überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube auch, dass wir in der Zukunft auch neue Ideen und Lösungen da sehen werden und dass man da auch mit den Planerinnen und Planern auch ergebnisoffen überlegen sollte. Wir wollen ja die Kreativität dabei anreizen. Ausschließen würde ich es nicht. Theater, wir sind jetzt bei über 180 Millionen Kosten. Würden Sie das Theater trotzdem bauen, trotz hoher Kosten? Ja, Rostock hat ein gutes, modernes Theater verdient. Das Volkstheater war immer nur ein Behelfsbau. Ich meine, es steht auf der Basis einer alten Kneipe. Es ist insbesondere die Räume, die für die Mitarbeitenden dort sind, sind einfach nicht mehr tragbar. Wir brauchen ein neues Theater. Wir brauchen ein Theater, was dann auch ausstrahlt. Denn es ist ja nicht nur einfach ein Gebäude. Es ist ein Ort, an dem Kunst und Kultur stattfindet. Ja, nicht nur für das Volkstheater, sondern möglicherweise eben auch für andere Kulturschaffende. Und diese Kulturschaffenden, die dann ja auch hier in Rostock sind, die bringen ja auch Leben mit in die Stadt. Also es ist ein unglaublicher Mehrwert, aber dafür brauchen wir einen solchen Anker, ein solches Leuchtturmprojekt,
Und deswegen ganz klares Bekenntnis, das Theater muss kommen. Wir haben lang genug drüber geredet, jetzt muss gemacht werden. Ja, ich weiß nicht, ob Sie heute die Ostsee-Zeitung gelesen haben. Da war ja sozusagen ein Anwurf drin, wenn man es so nennen will, dass man das doch mit einem privaten Investor bauen könnte und so ein Public-Private-Partnership und das dann zurückmieten könnte von dem privaten Investor, vielleicht kombiniert mit Wohnung und Einzelhandel. Ja, diese Ideen sind ja nicht neu. Jetzt muss man sagen, wenn ich mir das bundesweit angucke, sind die Gesamtkosten von Public-Private-Partnership-Projekten in der Gesamtheit immer höher gewesen, als wenn es nur in der öffentlichen Hand gewesen wäre. Ich würde es tatsächlich wieder als eine Verzögerungstaktik nehmen. Wir fangen wieder die Diskussion an, das hat uns jetzt schon Jahre gekostet. Jedes Jahr, dass wir weiter verzögern, steigen die Kosten. Wir müssen jetzt anfangen. Wir haben einen klaren Beschluss, wir haben ein klares Bekenntnis der Stadtgesellschaft zu dem Theater. Das gilt es jetzt umzusetzen. Klare Worte von Ihnen zu dem Thema. Wenn wir jetzt nochmal das Rostocker Oval nehmen, was ja durch die Buga leider nichts wird, hatten wir auf der anderen Seite einen Park geplant, einen Freizeitpark geplant für Dürk und Teutenwinkel, für diese Stadtteile. Auch der ist erstmal gestrichen. Wäre das nicht wichtig, gerade für diese Stadtteile, auch vor dem Hintergrund der Segregation mehr zu machen, also der stärkeren Durchmischung, die ja angestrebt ist von Arm und Reich? Das ist tatsächlich eines der Projekte, das ich gerne dann doch wieder auf die Agenda heben möchte, weil, Sie haben es angesprochen, der Nordosten, auch der Nordwesten, ist momentan nicht gut angebunden und wir möchten diese Stadtteile näher ranholen. Und für den Nordosten heißt das insbesondere diese Barriere, die ja die Warne irgendwie darstellt momentan zu aufrechnen. Das ist einmal die Brücke, das ist aber auch der Park, es ist aber auch der Bau des Warnow-Quartiers, sodass wir ein durchgängiges Stadtgefühl auf dieser Seite haben. Und dann deutlich zu machen, dass wir in der nächsten Zeit Projekte insbesondere in den Nordosten und Nordwesten setzen wollen. Das Thema kombinierte Schwimm- und Eishalde für den Nordwesten ist so ein Projekt, dass wir einen wirklich auch Menschen aus der Innenstadt anreizen, auch mal in diese Stadtviertel zu sehen. Weil ich bin immer wieder begeistert. Es ist unglaublich grün in diesen Stadtteilen. Wir haben eine gute Versorgungsinfrastruktur, teilweise eine wirklich gute Verkehrsinfrastruktur, auch mit ÖPNV. Also die Grundbedingungen sind eigentlich gut. Jetzt brauchen wir die Weichenfaktor. Wir brauchen Kulturangebote, Gastronomie, was häufig fehlt. Auch da kann man Unterstützung geben, indem man zum Beispiel leerstehende Flächen möglicherweise günstiger vermietet. Es sind dann kleine Projekte, aber der Park wäre tatsächlich ein wichtiges Thema. Gehen wir mal weiter in Richtung Nordosten. Dort war geplant, eine Schwimmhalle, eine Eishalle, eine Multifunktionshalle zu errichten. Die einen sagen, das sollte auf dem Messegelände stattfinden. Die anderen sagen, das sollte vielleicht in Schuto stattfinden. Es sind auch wieder die Privaten, die das bevorzugen. Was sagen Sie? Ich würde es gerne in die Stadt teilen, das heißt wirklich in den Nordwesten. Schuto ist dann doch verkehrlich etwas schwieriger zu erreichen. Und das Tolle daran ist, wir brauchen zusätzliche Schwimmhallenkapazitäten und auch den Schwimmunterricht für die Kinder sicherzustellen. Und wir brauchen eine neue Eishalle, wir brauchen gute Trainingsbedingungen für die verschiedenen Vereine, für die Piranhas, aber auch für die Shorttracker. Das muss kommen und die Kombination macht einfach Sinn, weil ich habe unglaublich viel Abwärme von der Eishalle, die ich dann für die Wärme für die Schwimmhalle nutzen kann. Und natürlich kann ich auch wieder Photovoltaik oben drauf bauen dann. Ja, okay. Photovoltaik gehört auch auf die Mole in Warnemünde oder nicht? Das muss man sich baulich an dieser Stelle angucken. Wichtig wäre jetzt erstmal, dass wir wirklich mit der Entwicklung der Mittelmole Schritte weiterkommen, weil das ist einfach ein Filetstück in Warnemünde, was momentan nicht genutzt wird. Ja. Die Warnemünder wünschen sich da auch natürlich etwas für sich selbst, für die Seele, Kultur, ein Ort, wo man sich treffen kann. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, dass wir da eine gute Mischung hinbekommen, eben auch mit Kultur-Freizeit angeboten, denn das muss man sehr, sehr klar sagen. Es sind diese kleinen Angebote, die auch Warnemünde, die alle Stadtteile dann lebenswert machen. Wenn Sie in Warnemünde sind, wo gehen Sie gerne hin? Oh, ich sitze tatsächlich am liebsten am Strand. Am besten gucke ich mir den Sonnenuntergang dabei an. Es gibt nichts Schöneres. Okay, also liebe Zuschauer, wer Frau Müller treffen will, kann es gerne in Warnemünde tun. Heute zum Beispiel Sonnenuntergang am Strand. Leider nicht, da habe ich nämlich noch Termine zu der Zeit. Ja, ich denke mal, Sie haben viele Oberbürgermeisterrunden. Wenn Sie sich das anhören, was andere Kandidaten zu verschiedenen Themen sagen, das ist ja ein relativer Gleichklang. Nehmen Sie es auch so wahr? Natürlich gibt es viele Themen, wo es nicht sehr viel große Unterschiede gibt, weil uns allen ist ja die Herausforderung ist ja klar und auch die Analyse der Probleme ist gleich. Es wäre furchtbar, wenn sie so unterschiedlich wäre, weil wir gucken ja auf die gleichen Fakten. Ehrlich gesagt stimmt mich das froh und es ist auch ein gutes Zeichen für die Demokratie und dass wir dann in Nuancen unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja auch gut, das ist ja die Vielfalt, die wir dann haben. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist ein sehr fairer Umgang miteinander und das ist etwas, was diesen Wahlkampf auch auszeichnet. Wir behaken uns nicht, wir sind fair miteinander, wir diskutieren. Und das ist gut so, weil egal wer gewinnt, wir werden in Zukunft alle miteinander arbeiten.
Ja, bleiben wir nochmal beim Thema Energien. Ein großes Thema in Rostock war zum Beispiel Klärschlammverbrennung. Klärschlammverbrennung ist ja was Fossiles, was da verbrannt wird, ähnlich wie Braunkohle, einen ähnlichen Brennwert auch, gilt aber als regenerative Energie, das heißt als grüne Energie auch, weil ich kann sie nutzen und ich erzeuge nur so viel, wie ich auch verbrauche. Klärschlamm ist ein Produkt, was wir zwanghaft erzeugen, jeden Tag und so weiter und so fort. Wie würden Sie damit umgehen mit dem Thema? Die Klärschlammverbrennungsanlage ist tatsächlich ein gutes Projekt, weil momentan bringen wir unseren Klärschlamm woanders hin und lassen es teuer verwerten. Also wir zahlen Geld für eine Ressource, die wir hier haben. Und das hier zu nutzen und dann eben auch mit für die Wärmeversorgung der Stadt zu nutzen, ist sinnvoll. Wir können diesen Klärschlamm tatsächlich anders nicht verwerten. Also das kann ich nirgends ausbringen oder so. Ich muss es zur Entsorgung verbrennen und deswegen macht es Sinn, eine entsprechende Anlage zu haben, das dann nicht nur für uns zu machen, sondern eben auch für die Gemeinden drumherum anzubieten, Einnahme für die Stadt zu generieren, Wärme zu schaffen und damit ja unsere Wärmeversorgung sicher und bezahlbar zu halten. Ja, ich als Rostocker sage natürlich auch, das ist Daseinsvorsorge und das sollte kommunal betrieben werden. Nun gibt es auch Private, die sich damit ins Rennen geben. Könnten Sie sich da eine Public-Private Partnership vorstellen? Ich würde immer gucken, wer kann was am sinnvollsten machen und die Aufgaben, die wir dort sehen, am besten erledigen. Wenn es ein Privater gut machen kann und wir davon einen Mehrwert haben, habe ich da nichts dagegen. Bei dieser Frage nach kritischer Infrastruktur, ich würde alles, was mit Abwässern und entsprechende und vor allem Wärmeversorgung hat, auch als kritisch sehen, wäre ich da doppelt vorsichtig. Das sagen Sie in Richtung Private, beziehungsweise in Richtung zum Beispiel auch ein chinesischer chinesischer Verwerter, der zum Beispiel in Staffenshagen sitzt. Ich würde das mal grundsätzlich sagen, dass wir den Blick auf kritische Infrastruktur noch mal schärfen müssen. Und das trifft sowohl private als auch die öffentliche Hand. Mein Eindruck ist, wir waren in der Vergangenheit da etwas nachlässig. Ja. Jetzt geht es nochmal um die Wirtschaft, also Wirtschaftsentwicklung. Was sagen Sie da? Rostock hat zu wenig Flächen, klagt darüber, dass hier zu wenig Flächen sind. Und es gibt, wie gesagt, eine Konkurrenz mit dem Landkreis, auch was jetzt natürlich Verwertung von Flächen anbelangt, was Steuern anbelangt und so weiter und so fort. Wie kann man da besser zusammenarbeiten? Also wir müssen wirklich hier aus diesem Konkurrenzdenken rauskommen. Da muss man sehr klar sagen, Rostock hat in der Vergangenheit Entwicklungen im Landkreis blockiert, dass dann die Umlandgemeinden wenig glücklich damit waren und es kein gutes Miteinander gab, das kann man verstehen. Da sind jetzt erste Schritte gemacht. Es gibt zum Beispiel in Bentwisch die gemeinsame Entwicklung. Auch mit Blick auf Bentwisch-Pockendorf gibt es hier Industriegebiete. Ich glaube, wir müssen sehr weg davon zu sagen, an der Stadtgrenze, da hört unser Interesse auf, sondern es braucht das ganz klare Miteinander. Wir können den Bedarf weder an Gewerbe noch an Industrie noch an Wohnfläche allein in der Stadt befriedigen. Wir brauchen das Miteinander mit den Umlandgemeinden und die Genehmigung eines Baugebietes für 600 Einheiten, also Einfamilien und Zweifamilienhäuser, ist ein guter Schritt. Es wird nicht alle unsere Probleme lösen, aber es ist der richtige Schritt. Wir können nur das mit den Umlandgemeinden gemeinsam machen. Frau Müller, wir konnten nicht alle Themen ansprechen. Haben Sie noch ein Thema, was Ihnen besonders wichtig ist? Es gibt viele wichtige Themen. Ich glaube, das, was die meisten momentan umtreibt, ist wirklich die Frage der sicheren Energie- und Wärmeversorgung. Da das klare Bekenntnis, der Wärmeplan, der genau diese Stabilität bringen wird, der wird mit mir umgesetzt werden. Das hat höchste Priorität. Und ein zweites, weil es mir wirklich am Herzen liegt, Rostock ist eine der Zukunftsstädte Ostdeutschlands. Und wir haben unsere Potenziale im maritimen Bereich, nicht nur im Schiffbau, das wird gerne gedacht, sondern es ist sehr, sehr viel auch New Economy und das OTC, was eine tolle, der Ocean Technology Campus, wo Universität, Fraunhofer und Unternehmen sind, das zu einer echten Perle zu machen, mit einer unglaublichen Strahlkraft über Rostock hinaus, ist mir ein großes Anliegen. Zum Schluss nochmal die Kamera für Sie und Ihre Botschaft auf, warum die Rostocker Sie wählen können. Oder sollten. Sie haben es ja eben schon gesagt, aber vielleicht haben Sie noch eine persönliche Botschaft an die Rostocker. Kamera, jetzt, ich würde mich verabschieden und natürlich dann übergeben an Frau Müller. Liebe Rostockerinnen und Rostocker, am 13. November ist Oberbürgermeisterinnenwahl. Mit mir wird diese Stadt ihre Klimaschutzziele erreichen. Wir werden den Wärmeplan umsetzen und wir werden insbesondere auch das Thema der Segregation, der unterschiedlichen Lebensqualitäten in den Stadtteilen angehen. Ich bin ein Dirkower Kind. Mir ist es wichtig, dass wir in allen Stadtteilen gute Lebenschancen und Lebensmöglichkeiten haben. Und ich möchte das mit Ihnen zusammen gestalten.